Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Evolved mit Reggie zusammen. Und heute versuche ich meine Sachen wieder zu bekommen. Ob es der Fall sein wird, das werdet ihr erleben. Kleine Info noch für euch: Ich habe leider im nächsten Stream, also im Stream danach, das heißt, die ersten 9 Minuten werdet ihr Spielsound haben, danach nicht mehr. Das heißt, diese Woche, also diese komplette Woche, kein Spielsound, nur mich und Reggie, nur wir beide. Ah, viel Spaß! Da oben muss ich. Ah, da oben muss ich hin. Das heißt, ich muss da spawnen. Okay. Ich habe jetzt die Karte bildlich vor meinen Augen. Jetzt weiß ich, wo ich spawnen muss. Okay. Immerhin. Ja. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So. Ja, so, dann kann ich jetzt nämlich zielstrebig dahin laufen. Und ich würde sagen, ich werde jetzt diesen einen Versuch noch wagen. Wenn der Ja. scheitert, dann ist das so und dann war es das auch für heute, würde ich sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann mach mal in Ruhe deinen Versuch da noch. Was natürlich richtig nice wäre, wenn ich auf meinen Raptor halt dahin reiten könnte. Ach ja. Ich könnte zwar wahrscheinlich den Basilisk nicht besiegen, aber ich könnte meine Sachen eben davon laufen, weil der ja nicht so schnell ist. Immerhin, ja, das hat auch schon Vorteile. Hallo, Namenloser und Regio und Para. Siehst du uns? Ich bin bei euch. Mhm. Ich laufe gerade an euch vorbei. Guck mal, ob ich meinen Arschlochus. Ja, ich kann meinen Arschlochus leveln. Irgendwann haben wir es. Irgendwann. Weißt du, was cool wäre, wenn man hier eine Angel hätte und angeln könnte? Weil das Wasser ist so schön, es lädt voll dazu ein. Ja, du kannst ja reinspringen und angeln. Mit dem Speer. Ja, das ist aber anstrengend. Oh, ein Triceratops hat sich bei uns verlaufen. Der ist jetzt hier direkt vor unserer Tür. Oh, cool. Das ist cool. Das ist eine Möglichkeit. Ja, Ja. ich warte jetzt einfach, bis irgendwann Parasaurus spawnt bei uns und dann zähme ich den. Die ganze Expedition geht mir Ja. jetzt auf den Sack, weil ich gestorben bin. No. Sterben ist Kacke. Ich weiß. Vor allem, wenn man jetzt da zurück hinlaufen muss und total wehrlos ist. Tja, glaub mir, mit Sterben kenne ich mich aus, ich weiß. Bin wenigstens froh, dass ich auf dem Weg schon alle eliminiert habe, die mir gefährlich werden könnten. Aber können die nicht eigentlich auch irgendwie neu spawnen? Ja, mit Sicherheit. No. So. Oh. Ach. Aber nicht so schnell, ne? Ja, das stimmt. Sind hier nirgendwo Pilze? Ich brauche Wasser. Sonst komme ich da bestimmt nicht lebend an. Okay, hast du keine, also Was? warst du nicht noch am Wasser dran? Ich bin ja schon oben. Ach so. Oh, ich bin in die Richtung gegangen oder bin ich hochgegangen? Also ich glaube, wir haben gleich ganz viele Steine. Ja, Holz ist wichtiger, oder nicht? Ja, aber die Bäume habe ich ja schon abgefarmt. Also. So. Oh oh. Was? Ach, Glück gehabt. Ich bin in rote Pilze reingelaufen. Aber ich Ach bin noch Gott. rausgesprungen.
Ja. Ah, Pilze. Nice. Gucken, wie ich Pilze. was zu Wasser bekomme. Was ist Ja, das? nice. Man kann durchaus mit diesen Wasserpilzen echt gut überleben, muss ich sagen. Ja. Ja. Na ja, dann. So. Die sind wahrscheinlich extra dafür da, weil es hier nicht so viel Wasser gibt. Hier war die Schlange und ich bin irgendwo da hinten gestorben. Das Licht ist aber nicht mehr da, was mir echt Angst macht. Okay. Wieso? Weil meine Leiche da hätte sein müssen. Ach so. Das wäre jetzt natürlich blöd. Wir hätten auf dem Server einstellen sollen, dass die Rucksäcke nicht verschwinden. Naja, jetzt ist zu spät. Naja, theoretisch können wir das ja immer noch machen. Ja, jetzt nicht für meine Sachen, die ich verloren habe. Da war so viel Leder dabei. Ja gut. Oh, Dafür ist es ich sehe Licht. so Ach, da spät. hinten bin ich gestorben. Lol. Okay. Okay. Und die Boa hat Spaß, die tötet alles Mögliche. Das ist ein Basilisk. Ist mir egal. Sie ist kacke. Ja, das Aber, ich, stimmt, aber es ist immer noch aber ein dadurch, dass sie Basilisk. alles Mögliche angreift, habe ich die Zeit, um meine Leiche zu holen. Ja, das ist gut. Also ich würde sagen, sie ist der T-Rex auf dieser Karte. Der Basilisk? Naja, der ist nämlich richtig heftig. Naja, ich gehe davon aus, dass es definitiv noch einen T-Rex geben wird. Ja, aber ich meine vom Stil her, vom Gefährlichkeitsgrad. Okay. Hey, meine Leiche ist nicht mehr angeknabbert. Nice. Nee, dafür bist du ja auch zu verantwortlich jetzt. So. Okay, ich habe mich selber geplündert. Der Basilisk hat immer noch Spaß. Seit eines Tages wird ein Basilisk bei uns auftauchen und dann kriegen wir Probleme. Oh ja, Ich versuche wir hoffen aber, einfach. ich bin jetzt Ja. geisteskrank, ich gehe jetzt ihr entgegen und gucke, ob ich die Leichen plündern kann, die sie zurücklässt. Okay, oh Gott. Oh, nein, nein, nein. Ferdi, lauf nicht zu mir. Flüchte woanders hin, aber nicht zu mir. Gott. Ferdi. Ferdi, Ist du schon nervst gemein, mich an. ne? Da liegen so viele Leichen. Weißt du, der Basilisk tötet alles Mögliche, aber lässt die Leichen liegen. Tja, er tötet zum Spaß. Ja, und das sind die Das macht gefährlichsten. die. Ja, ich weiß. Wollte ich auch gerade sagen, es macht die Sache jetzt nicht besser. Okay, er ist im Erdboden verschwunden. Ich werde da nicht zur Leiche hingehen. Der tötet die Viecher. Das war auch der bestimmt die anderen auf dem Weg getötet hat. Das kann sein. Weißt du, er tötet die Viecher und dann wartet er, bis ein Opfer vorbeikommt. Vor allem steht er da auf meinem Rückweg. Oh. Was ich theoretisch machen könnte, ist hier runterspringen wie so ein Wahnsinniger, aber. Naja, ne. Na gut, ich habe keine andere Möglichkeit, als zurückzulaufen. Aber Ja. muss ja nicht heute sein. Können wir beim nächsten Mal machen. Ja, theoretisch. Es wird jetzt eh dunkel, ne? Das heißt Schlafenszeit. Ich lege mich irgendwo an der Kante und wenn ich aufwache, liege ich unten auf dem Boden. Juhu. Toll. Ach ja, ich Ich stelle mich zumindest zurück ans Haus. gehe einfach irgendwo hin, wo ich sicher bin. Joa. Na dann, Leute. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe einen sicheren Ort gefunden, wo mich hoffentlich Yay! nichts findet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss! Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Ark Aberration mit Zero One Up zusammen. Ja, hallo, ich bin am Sterben. Hi! Ja, das ist blöd. Ach ja, der Zero hat Durst. Ich überlege, ob ich einfach runterspringe ins Wasser. Und dann Ja. versuche rüber zu schwimmen zu dir. Ich mache jetzt einen auf YOLO. Aber wenn ich ins Wasser springe und da ist irgendwas und ich sterbe, kriege ich meine Leiche nie wieder.
Ja, da unten ist, Aber da sehe ich doch was. Wie da mache ich sieht denn man. das? Vor allem da hinten sind Hyänen. An denen muss ich mich vorbeischleichen. Ich versuche mich hier an der Brücke mal vorbeizuschleichen, um irgendwie zu überleben. Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Warum? Ich habe gerade seitlich zum Raptor gestanden, habe also nur diesen hin und her wackelnden Raptorenschwanz gesehen und dachte, oh mein Gott, ein Raptor in unserer Basis. Ah, aber es ist ja meiner. Ja. Ach ja. Ah, mein Bullpink ist auch da und hat ein Level. So. Ja, da Ach unten ja. prügeln sich ungefähr 5 Dinos. Geil. Ins Wasser springen ist nicht möglich. Na super. Das ist blöd. Ja. Aber ich habe noch 3 Viertel meines Lebens. Ich kann das theoretisch schaffen. Ich darf nur nicht an die Hyänen geraten. Okay. Na toll, toll, toll. Vor allem Hauptsache nicht diejenigen. Also die Leuchtenden. Die besonders hübschen. Wie geil. Ich reite an einer Liane. Ich dachte, das wäre eine Brücke. Nice. Oh, So, aber Pilze. jetzt dann ist ja eigentlich auch mal die Frage, was wollten wir jetzt eigentlich als nächstes tun? Weil ich meine, die Hütte ist fertig. Stimmt, wir wollten die Insel erkunden. Ja. Wir wollten Ich noch ein. komm schon zu dir. Ich habe ein paar Aquapilze gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Ah, das ist gut, ja. Mann, steht denn mir voll im Weg, die Mausratte. Glaub's ja nicht. Ich überlebe. Yay! So. Da müssen wir noch überlegen, was wir alles mitnehmen müssen. Also abgesehen davon von Aquapilzen vielleicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißen die denn überhaupt? Aquapilze? Ja? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Keine Ahnung. Oh Scheiße, das ist nicht dein Ernst. Was? Oh doch, 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 alles gut. Puh. Ich dachte, ich kann nicht mehr weiterreiten mit den Lianen. Aber doch, geht, alles gut. Okay, na dann ist gut. Die Aquapilze machen, glaube ich, hungrig. Oh mein Gott, ich habe gerade. Das kann gut möglich sein. Ich habe gerade einen gegessen, der durstig macht. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja gut, Voll jetzt bin ich gemein. zwar nicht mehr am Verdursten, aber am Verhungern. Das ist blöd. Und ich nehme an, die Pilze, die mir Essen geben, die lassen mich dursten. Habe ich so ein Gefühl. Ja. Also zumindest der Leuchtepilz, ja. Aber ich leuchte, glaube So, ich. dieser Pilz kommt ziemlich überall vor, ist schmackhaft und lässt dich langsam heilen. Okay, dann ziehe ich mir davon ein paar rein. Ja, aber nicht, dass du davon auch Durst bekommst. Ne, scheint nicht so. Alles gut. Ich bin Survival-Experte. Ich kann ja noch mal ein paar Pilze suchen und in der Hoffnung, dass da irgendwas Interessantes mit drin ist. Aquatikpilz. Ich glaube, so komme ich runter. Weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, ich meine, die Wasserflaschen, nach 3 Schritten ist das Wasser raus. Übertreib's mal nicht. Ja, komm, ich war eine halbe Stunde unterwegs, nicht mal. Wieso ist die Scheiß-Zipline blockiert? Sind das die Pilze? Ich komme hier sonst nicht weg, wenn das der. Ah, okay, die Pilze waren im Weg. Alles gut. Tja. Nein! Hä? Jetzt reite doch mit dem Scheiß! Oh, es hat funktioniert, ja. Hä? Er reitet in die falsche Richtung. Oh, verdammt, ist nicht dein Ernst, oder? Wer reitet in die falsche Richtung? Hä? Ich komme hier Was nicht machst weg. du? Jedes Mal, wenn ich an die Zipline hier möchte, dann Ja. rutscht das zurück auf die Insel, wo ich gerade bin. The fuck? Okay. Okay. Oh. Ja, Ich würde hier einzige von einem. Möglichkeit ist wirklich jetzt runterspringen und hoffen, dass ich Und den Scheiß sterben. überlebe. Und ich werde hier von einem Stego rumgeschubst. Der Penner. Du schubst mich rum. Geronimo! Oh. Oh Gott. Ich bin genau bei den Dinos gelandet, die sich prügeln. Autsch! Autsch! Oh nein. Von dem Spino. Ja. Okay, ich muss mein Zeug wiederfinden, ey.
Also ihr merkt schon, dass mit der Expedition es könnte dauern. Ah, ich bin direkt neben meiner Leiche gespawnt, alles gut. Ja, gut. Hauptsache, die Dinos sind weg. Ah. Ja, muss ich gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Also ich meine, das ist in Ordnung. Ich versuche halt in der Zeit unter wackelnder Erde noch Aquapilze zu sammeln. Ja, wenn du irgendwo noch... ach nee, du hast ja keine Bola, ne? Ich brauche ja auch noch irgendwie ein Reittier. Hast du jetzt gar keins? Nee. Stimmt. Haben wir denn überhaupt schon einen Sattel für dich fertig gemacht? Nein. Hä, wo ist meine Leiche hin? Also hast du weder ein Reittier noch einen Sattel. Genau. Also ich sag mal, eine Bola jetzt an sich ist jetzt kein Problem, die kann ich halt kurzerhand lernen. Ich habe mir ja noch ein paar Punkte übrig gelassen. Hä, ich habe doch den Strahl gerade gesehen, der ist weg. Wollen die mich verarschen? Die haben deine Leiche gefressen. Ja, trotzdem ist der Strahl ja da. Ich Nein. bin... Achso, da ist er, ich sehe ihn wieder. Ach Gott, ich bin jetzt ziemlich weit im Wasser. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Na, ja, das ist blöd, ja. Ja gut, also ich meine, ich habe jetzt erstmal eine Bola gelernt. Weil in der Zeit, wie du da hinten rum schlawenzelst. Hey, vom Weiten habe ich meinen Strahl gesehen und je näher ich komme, umso weniger sehe ich ihn. Ich weiß jetzt nicht, wo mehr wo er ist. Der muss aber da hinten Ist ja irgendwo sein. komisch. Wahrscheinlich hinter dem Felsen. Ja, das kann sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Pilze machen den Charakter nicht satt. Ja, Keiner geht von ein denen. bisschen. Echt? Also meine Nahrung geht immer noch runter, egal welchen Pilz ich esse. Oh, ach, das ist nicht dein Scheiß Ernst. Was? Das ist schon wieder so eine fucking Schlange, ey. Die legt sich glücklicherweise gerade mit irgendwelchen Dinos an. Schleiche ich mich dran vorbei. Ja, Glück muss der Zero haben. Ja, wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann ist es mir auch ehrlich gesagt egal. Dann baue ich alles neu. Ich meine, so viel war das ja Ja. nicht. Nee, stimmt. So, Steine habe ich. Haben wir Leder zu Hause? Nee, ne? Nee, das ist alles in meiner Leiche. Ja, gut, macht ja nichts, dann kann ich ja. Gehe ich halt eben kurz einen Dodo töten oder so. Ach doch, natürlich haben wir Leder. Ja. Ja, 48 Stück sogar. Na stimmt, die hatte ich ja noch gelagert. Ja, alles gut. So, ich brauche eh nur zwei, drei. Meine Leiche, ich sehe sie wieder. Glaube ich jedenfalls. Ja, perfekt. Jetzt noch ein Steinchen. Oh Gott, der Spino ist genau auf meiner Leiche. Na super. Irgendwas hat ihn verärgert. Ein Piranha wahrscheinlich. Ne. Ist ganz gut. So. Ach, dass diese Riesenviecher bei uns in der Basis rumlaufen müssen. Unglaublich. Die ganze Erde vibriert die ganze Zeit. Hi. Drecks Piranha, ey. Ich komme nicht an meine Leiche, weil da so ein scheiß Piranha ist. Ouch. So, mal gucken, ob ich es hinkriege, in der Zeit für dich ein Reittier zu organisieren. Weil ich gerade überlege, ich sollte mir vielleicht noch drei. Wobei nicht, ich brauche bloß meine Keule, ne? Ja. Komm schon, hau ab da. Tu mir den Gefallen, lass meine Leiche in Ruhe. Gibt's hier nicht irgendein Dino, die ich irgendwie zusammenführen kann, dass sie sich prügeln? Stimmt.
Aber es ist, glaube ich, echt wie ein Fluch, ne? Die ganze Zeit waren hier oben alles voller Reittiere. Und jetzt sind sie weg. Tja. Okay, meine Chance ist gekommen, mein Zeug zu sichern. Okay. Aber mein pinker Stego ist noch da. Und ich glaube, ich habe Metall gefunden. Nein, oh Oh. Gott. Oh, okay, da sind 1 Milliarde Piranhas drin. Ach du Ich gebe einen Scheiße. Scheiß jetzt drauf. Ganz ehrlich, ich gebe da jetzt einen Scheiß drauf. Ich habe da keinen Bock mehr. Ich komme zu dir. Ja, ich bin gerade hier oben irgendwo unterwegs. Oh mein Gott. Willst du dir alles neu bauen? Ja, war jetzt Also nicht so musst du viel. ja. Ich glaube, ich habe eine Stelle gefunden, wo es ganz viel Metall gibt. Und es sieht so mega aus. Geil. Eines Tages komme ich wieder, weißt du, was ich da mache? Ich bringe Ne? sie alle um. Alle. Mach das. Alle, die da hinten an meiner Leiche waren. Ne? Mach das. Ja, ich sehe unser Zuhause. Ja. Yay. Schön. Immerhin. Endlich was Freundliches, was mich nicht Weißt umbringen will. du's? Nein, es ist gemein, ey. Ach komm. So, und das Haus ist fertig. Ich muss mal reingehen und gucken, ey. War schon so lange nicht zu Hause. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie im Krieg gewesen und komme jetzt endlich nach Hause. Ja, genau, so hört sich das gerade an, ja. Ja, cool. Ja, und wir müssen es halt noch einrichten, schön, ne? Ja. Wobei wir bauen ja irgendwann sowieso wieder Neues. Ist ja immer nur das Anfangshaus, aber zumindest irgendwie Betten reinstellen wäre schon cool. Damit wir So. halt einen Ort haben, wo wir immer wieder zurück können, wo es sicher ist. Mit einer Schloch ist es auch nur ein Level gestiegen, schade. Und ich finde hier weit und breit keine Paras. Oh nein. WTF. Was? Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist so ein Zwischending zwischen T-Rex und Raptor, so sieht das aus. Nee, Hat er doch nicht. Hörner? Nee, alles gut. Nee, alles gut. Eher Langhals. Ich dachte gerade, er läuft auf zwei Beinen, aber er läuft auf vier. Was zum? Okay. Aber keine Paras. Also vielleicht höchstens auf der anderen Seite. Wir müssen mal auf der anderen Seite hochgehen. So, welches Level sind wir jetzt? Zwölf. Ja, gut, sind noch 4 Level bis zum Reiten von unseren schönen Raptoren. Ja, So, leider. was ich aber von dir brauche, ist eine Keule. Und die Klamotten brauche ich auch neu. Oder hatten wir uns Ach da ja. Klamotten gesichert? Ich glaube, ein Hut ist auf jeden Fall noch im Dings drin. Oh, dein Paraten Level Up. Und dein Raptor auch. Oh, echt? Mein Raptor hat ein Level Up. Tatsache. Yay. Guck mal hier, gleich hier Nahkampfschaden erhöhen. Ja, kann sein, dass ich alle weggeworfen habe mit Klamotten. So, ich brauche. Mütze kann ich mir schon herstellen, cool. Ja, genau, das war ja deins. Oh, ich habe meinen Ja, ich Pfeil und Bogen nicht da. kann. Ach, stimmt, Pfeil und Bogen, das war die Kacke. Ah. Also ich sag mal, ich kann ja eh nur Brustrüstung und Hose. Ja, mach mal. Ja, mache ich. So, Stein, Holz, Stroh. Wo bist du denn eigentlich hin? Ich bin hier über den Kisten. Ach da. Hab ich gerade gar nicht gesehen. Edelsteine, ich will sie haben. Aber nein, das Drama gebe ich mir nicht. Scheiße. So, darf ich das hinschmeißen? Ja. Bitte schön. Hast du was zum Anziehen? Ach so, die Keule habe ich vergessen. Aber zumindest kannst du dich erstmal anziehen. Ja, Leute, und das war es leider auch mit dieser Folge schon. Und ja, ich habe meine Sachen nicht wiederbekommen.
Ich war so kurz davor, ey. Dass ich da nicht weggekommen bin, ärgert mich so. Ich hätte einen Rückzug anwenden sollen, aber ich musste was trinken. Schwer zu sagen. Naja, gut. Was in den laufenden Folgen noch passieren wird, das erfahrt ihr morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.